Einen schönen guten Tag zusammen. Wie der liebe Herr Rainer Kolben mich jetzt bereits schon vorgestellt hatte, hier der Sascha Hanisch von der MTEL GmbH, in Funktion als Sales Marketer, also rund um Inside Sales und Brand Awareness Steigerung für die MTEL im deutschen Markt unterwegs. Und die Überschrift unseres heutigen Seminars oder Webinars ist ja: Erreichbarkeit ist gleich Kundenzufriedenheit oder wie ich jetzt hier in der MTEL-Präsentation geschrieben habe, Kundenkontakt 4.0. Es dreht sich im Grunde genommen ja in den letzten Monaten vieles um die einschlägigen Begriffe wie Multichannel und Omnichannel Kundenservice. Wie steigere ich meine Performance und die neuen Anforderungen, um den Kundenservice so zu gestalten, dass ich also intern für mich also als Unternehmen meinen Kundenservice richtig steuern kann, aber auch natürlich, und das ist das Wichtigste, meine Kunden so erreiche und meine Kunden mich als Unternehmen so erreichen können, dass ich Fragen, Anliegen und wichtige Dinge, die die Kunden wissen möchten, schnellstmöglich und zielgerichtet beantworten kann, damit Kundenservice als neues Marketing mich als Unternehmen voranbringt. Dazu hatte ich mir Folgendes vorgenommen. Ich werde ganz kurz die MTEL mal vorstellen, weil es die manchen von unseren Zuhörern noch nicht bekannt ist, und dann direkt in zwei Use Cases reingehen, weil die im Grunde genommen ganz gut beschreiben, wie wir als MTEL gemeinsam mit unseren Kunden das Organisieren von Kundenkontakt, das Prozessieren für angepassten Kundenservice gestalten. Die MTEL kommt ursprünglich aus Holland, deswegen auch dieses schöne Bild mit dem Boot, und ist ein wirklich zukunftsorientiertes und zukunftsweisendes Unternehmen für alles rund um Kundenkontakt. Wir haben also unseren Ursprung als klassischer Carrier, als Telefonieanbieter in Holland, sind jetzt seit genau einem Jahr in Deutschland am Markt und betreiben cloudbasiert als Plattformbetreiber mit allem, was dazugehört, Kundenkontakt-Services. Wir liefern also aus der Cloud heraus multimandantenfähige Kundenkontaktlösungen, die von klassischer Geschäftstelefonie ausgehen, über bei uns Online-Contact-Center genannt, also Callcenter-Lösung, bis hin zu dann sehr, sehr komplizierten, abstrakten IVR-Lösungen, um Routings und Self-Service-Angebote darzustellen. Ja, wie schon gesagt, die Experten im Kundenkontakt, Zahlenspiele müssen wir jetzt nicht weiter ausweiten, nur die wichtigen Kennzahlen, dass also inzwischen über 400 Kunden auf unserer Plattform ihren Kundenkontakt absolvieren und wir all unsere Lösungen als Carrier Grade zur Verfügung stellen. Carrier Grade heißt nichts anderes, als dass wir ein klassischer Telefonie-Provider sind, wie auch eine Telekom oder Vodafone, und damit eine fast annähernd hundertprozentige Gewährleistung unserer Services ausschreiben im Standard. Unser Portfolio, wie ich schon sagte, geht über Netzwerk-IVRs, also Routings, wo kommen meine Kundenkontakte bei mir im Inhouse-Center an, über Contact Center Solutions, also tatsächliche Omnichannel Call Center Lösung, aus letztendlich einer Buchse, um es mal umgangssprachlich zu sagen, mit allen Kanälen oder vielen Kanälen, die für den Kundenservice von heutzutage wichtig sind, und dann der klassischen Geschäftstelefonie. Und das alles betreiben wir aus der Grundintention heraus: Customer First, also natürlich unsere Kunden, die unsere Lösung nutzen, aber natürlich auch für die Endkunden, denen ja daran gelegen ist, dass sie ihren bestmöglichen Service bei Ihnen und bei Organisationen erreichen. Das Ganze stellt sich, und das möchte ich nur ganz kurz nochmal erläutern, wie folgt in dieser Folie hier dar, damit Sie dann, wenn wir in die Use Cases reingehen, nachvollziehen können, wo ich die Einteilung treffe. Also Sie sehen hier in der Mitte unten, das ist unsere Geschäftstelefonie, bei uns OBT genannt, Online Business Telefonie, mit ACD und Full PBX Funktionalität, also diesen Telefonie Grundbedürfnissen. Dann oben drüber liegt ein Layer höher unsere Online Contact Center Lösung als tatsächliche
rein cloudbasierte Multichannel-Kontaktcenter-Lösung und dann oben drüber im obersten Layer unsere IVR-Lösungen. Und was uns als MTEL dann tatsächlich einmalig auszeichnet, ist, dass wir diese drei verschiedenen Layer sozusagen in eine Service-Wolke gepackt haben, rundherum eine eigene Recording-Intelligenz, die also in Echtzeit, und das ist ja wichtig gerade für Sie, die ja den Kundenservice auch steuern bei sich innerhalb von Organisationen, in Echtzeit und auch in historischen Reports all das im Background recorden und reporten, was wichtig ist, um die Performance Ihres Kundenservice-Centers und natürlich dann auch es möglich zu machen. Also verschiedene Portale, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, wo Sie dann ganz selbstständig verschiedene Einstellungsmöglichkeiten haben, auf die ich dann aber in den konkreten Use Cases genauer eingehen werde. Wenn wir von Kundenservice sprechen und vor allem den Bedürfnissen von Kunden heutzutage, dann ist die oberste Priorität natürlich, kenn deinen Kunden. Also mal abgesehen natürlich von Neukunden, die sich bei Organisationen, Unternehmen melden, weil sie ein Interesse haben an einem Produkt oder einem Service, ist es natürlich gerade was wirklich angemessenen und zielgerichteten Kundenservice betrifft, wichtig, dass ich meine Bestandskunden schon kenne und dementsprechend auch behandle. Und das ist nur dann möglich, wenn ich über etablierte Self-Service-Angebote, richtige Routings, also wir sagen dazu häufig auch Skill-Based Routings und dann dazugehörige proaktive Nachrichten meinen Kundenservice so steuere, dass der Kunde nicht ewig lang in der Warteschleife hängt oder ähnliches, sondern zielgerichtet seine Informationen bekommt. Das funktioniert natürlich über das klassische FAQ-System, also häufig gestellte Fragen, die dann automatisch in ein automatisiertes Antwortmodul im Telefongespräch eingespielt werden und dann über Spracheingabe oder über Tasteneingabe der Kunde direkt seine Antwort erhält. Oder aber auch über die genaue Kenntnis der Customer Journey, einen Omnichannel-Ansatz, sodass also mein Kunde, je nachdem, welchen Kanal er gerade wählt, ob es Telefonie ist, eine E-Mail, eine WhatsApp oder auch Chat, genau über diesen Kanal meinen Kundenservice erreichen kann, um sein Anliegen kundzutun. Und das werden wir gleich auch konkreter in einem Beispiel sehen, das Integrieren von Daten beziehungsweise das Kombinieren von unseren Kundenkontaktlösungen mit den datenführenden Systemen unserer Kunden, also der Unternehmen und Organisationen, die dann letztendlich mit ihren Endkunden kommunizieren. Also das können klassische CRM-Systeme sein oder aber auch spezielle datenführende Systeme, gerade im Healthcare-Market oder bei Utility-Providern, die gerne mal eigens entwickelte datenführende Systeme im Haus, im Portfolio haben, an die wir dann natürlich direkt anbinden, um unsere Lösungen bestmöglich zum Laufen zu bringen. Den Unterschied zwischen Omnichannel und Multichannel, ganz schnell bloß gesagt, also Multichannel, egal welchen Kanal der Kunde wählt, über diesen Kanal kanalisiere ich dann auch meine Antwort. Das ist sehr häufig der Fall. Ruft der Kunde an, dann antworte ich natürlich per Telefon, kommt eine E-Mail, dann kommt eine E-Mail zurück. Omnichannel könnte man dann noch so weit hinausführen als Interpretation, dass hier also ein eingekommener Kanal nicht gleichzeitig der entsprechende Antwortkanal sein muss. Aber das führt jetzt hier zu weit ins Detail, ist gar nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist letztendlich das Verständnis, dass heutzutage im Gegensatz noch zu vor gar nicht allzu langer Zeit die Kunden natürlich als Erstinformationssuche, nachdem eine Frage aufkommt, häufig ins Internet gehen, dort die Homepage einer Firma heraussuchen, dort dann die Nummer vom Kundenservice finden, sich bei diesem melden oder aber auch entscheiden, nein, ich sitze jetzt hier abends auf meiner Couch, ich will gar nicht telefonieren, ich wähle lieber eine Chat-Funktionalität oder schreibe mal eine WhatsApp an die Firma mit meiner Anfrage. Und dann ist gerade die jüngere Generation natürlich hochinteressiert, wie schnell sie denn dann eigentlich eine Antwort erhält und wie konkret diese Antwort auch auf ihr Anliegen tatsächlich zutrifft. Und diese ganze Customer Journey ist letztendlich dann eine einzige Datenbank, die es zu nutzen gilt und zu verarbeiten gilt. Und bei all diesen
häufigen Inputs von außen, verschiedene Kanäle und ich als Unternehmen muss natürlich gucken, wie stelle ich meinen Kundenservice auf, dass ich ja trotzdem meine Produktivität und meine Performance so gewährleiste, wie ich das als Unternehmen für mich sinnvoll halte. Also jetzt einfach jeden Kanal einzuführen und zu sagen, ja, wir können das schon irgendwie bedienen, macht natürlich wenig Sinn, sondern letztendlich bedingt das eine ja immer das andere. Baue ich also meine Kundenservice-Kapazitäten aus, beziehungsweise die Lösungsstrategie aus, dann gehört dazu ja auch dann die Manpower und vor allem das Know-how, um das zu gestalten. Und da sind wir als MTEL ein ganz enger Partner, um also einmal über gewisse Leistungen und Lösungen die Performance unserer Auftraggeber mit zu steigern, aber auch natürlich Ratgeber zu sein. Und was gilt es natürlich zu vermeiden? Das ist auch heute immer noch eines der größten Probleme von unseren Kunden, die Warteschleife. Also Warteschleife oder wie es hier im Englischen steht, being sent from pillar to post, das heißt nichts anderes als ich melde mich beim Kunden, bei meinem Kundenservice mit einer Frage als Kunde und dann werde ich durch drei verschiedene Instanzen durchgetrieben, in der Hoffnung, dass dann der Ansprechpartner Nummer drei oder vier die passende Antwort hat. Und solche Dinge kann man natürlich von vornherein vermeiden, um nämlich das zu erreichen, einen zufriedenen Kunden. Und genau mit diesem Anliegen und dieser Problematik kam, und jetzt kommen wir zu zwei Beispielen, die Carglass damals zu uns als unser jetziger Kunde. Und die Carglass habe ich hier ausgewählt als einen Beispielkunden für unseren Bereich Online-Business-Telefonie und Routing. Später kommt noch ein Beispielkunde für das Thema Online-Kontaktcenter, also Callcenter-Funktionalität. Die Carglass hat letztendlich genauso wie viele Organisationen mit mehreren Niederlassungen folgende Problemstellung inne gehabt. Ich habe ganz viele Zweigstellen und habe natürlich meine Tagesarbeit, meinen Tagesbetrieb. Also meine Kollegen arbeiten in der Werkstatt. Einer ist vielleicht eingeteilt, ans Telefon zu gehen, hat aber an seinem Tresen vorne direkt persönlich einen Ansprechpartner, der gerade mit seinem Auto vorbeikommt und die Motorscheibe kaputt ist und das Telefon klingelt dazu parallel. Carglass hat dann gemessen, meine Güte, wie viel an Customer Experience, also an Kundenzufriedenheit geht mir dabei gerade verloren und wie viel an echtem Geschäft. Denn jedes Telefonat, das eingeht, ist für Carglass letztendlich Neukunde oder aber ein Bestandskunde, der seinen Auftrag nur noch auslösen möchte. Und wenn ich nicht ans Telefon gehe, geht mir echtes Geld verloren. Damit kam Carglass zu uns und hat dann konkret die Aufgabenstellung gestellt, MTEL, was könnt ihr tun, dass ich kürzere Wartezeiten für meine Kunden etabliere, dass ich mich auf meine eigentliche Arbeit in meiner Zweigstelle konzentrieren kann, nämlich das Reparieren von der Glasscheibe oder das Ausstellen einer Rechnung und wie steigere ich meinen Umsatz. Die Lösung war dann, und das haben wir, wie gesagt, ausschließlich als All-IP aus der Cloud heraus für Carglass zur Verfügung gestellt, nämlich alle Rufnummern der Carglass auf unsere Plattform gehoben und dann ein spezielles Routing gebaut, das, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, folgendermaßen aussieht. Ein Kunde meldet sich und wir erkennen, geo-verifiziert, Kunde XY meldet sich gerade aus dem Postleitzahlkreis, also gehört diese Zweigstelle zu dem Kunden. Wenn an dieser Zweigstelle gerade keiner erreichbar ist, dann wird der Kunde an das zentrale Callcenter weitergeleitet. Auf jeden Fall das Ganze so organisiert, dass definitiv immer ein Kundenservice-Mitarbeiter der Carglass ans Telefon gehen konnte und sich um den Fall kümmern konnte. Das Ergebnis hat sich sehr, sehr schnell eingestellt und über 30% an eingehenden Anrufen kann die Carglass jetzt zusätzlich verarbeiten. Bei einem Durchschnittsumsatzgewinn pro Anruf, also pro Neukunde von ca. 200 Euro, wenn man sich also im Monat 30% an Steigerung der angenommenen Anrufe, die man also verarbeiten kann, durchrechnet, dann eskaliert sich da sehr schnell eine Zahl nach oben, auch in Umsatzzahlen. Und die Kunden konnten schneller bedient werden. Untereinander kann die Zweigstellen kostenfrei telefonieren, weil ja alle Nummern auf einer Plattform, nämlich der der MTEL, gehostet werden. Und damit ist also die Performance gesteigert worden. Die Erreichbarkeit hat sich deutlich erhöht. Die Umsatzsteigerung hat sich erhöht. Und es muss sich nicht mehr mit On-Premises-Based-Lösungen beschäftigt werden, im Sinne von, wie funktioniert meine Telefonanlage, weil die natürlich von außen durch die MTEL gehostet und provided wird.
Ein zusätzlicher Wunsch, und das macht die MCL dann besonders interessant, war das proaktive Management von Kundenservice, Kundenanliegen. Und zwar haben wir also unsere Telefonielösung direkt gekoppelt mit dem datengeführten System Takar Class. Und wenn ein Kunde anruft, den wir kennen, dann liefern wir zu dem Status seiner Customer Journey innerhalb der Takar Class ein Angebot an Antworten automatisch durch. Also ruft der Kunde an, wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt seinen Termin bestätigen möchte, ist sehr hoch, ganz einfach, weil es in der Datenbank so hinterlegt ist. Dann kommt automatisch die Ansage, lieber Herr Müller, schön, dass Sie anrufen, Sie wollen bestimmt Ihren Termin bestätigen. Und dann kann dieser das tun, automatisch, ohne bis zum Kundenservice Center durchgeleitet zu werden. Somit hat das Kundenservice Center die Zeit, sich um die Neukunden zu kümmern oder Eskalationsstufen zu bearbeiten, die wichtig sind. Und der Kunde, der einfach nur schnell eine Antwort haben wollte, kann über diese verschiedenen Self-Service-Angebote seine Antwort direkt erhalten. Und wenn denn das Wetter mal schlecht ist und die Reparatur vor Ort also nicht vorgenommen werden kann, dann kommt automatisiert, ohne dass im Kundenservice-Center etwas angestoßen werden muss, eine SMS an den Kunden. Hallo Herr Müller, wir haben gerade gesehen, es ist grottenschlechtes Wetter bei Ihnen im Ort und wenn wir jetzt bei Ihnen vor Ort die Scheibe reparieren, dann wird Ihr Auto nur noch nasser von innen. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Lassen Sie doch einen neuen Termin ausmachen, direkt bei uns in der Filiale. Bestätigen Sie einfach mit Tastendruck 1 oder mit Senden einer SMS okay und schon ist ein neuer Termin etabliert. Das ist jetzt gerade sehr schnell ausgedrückt, das, was wir unter Online-Business-Telefonie mit intelligentem Routing verstehen, Überläufe gestalten, und gekoppelt mit der Customer Journey innerhalb des Unternehmens dafür zu sorgen, dass der Kunde an jeder Stelle, der Kunde der Carglass ist, dort abgeholt wird, wo er abgeholt werden möchte. Dies gestalten wir über unsere IVR-Menüs. Da werde ich nicht viel dazu sagen. Ich habe hier zwar drei Slides, aber letztendlich ist die Überschrift dazu. Und da sind wir Marktführer darin, dass wir also unseren Kunden über ein Webportal ermöglichen, dass sie ihre Routings sogar selbst bauen, was die Carglass häufig tut. Ist also in einem Gebiet gerade Feiertag oder aufgrund von Krankheit ist nicht möglich, so viele Reparaturen durchzuführen, wie geplant war, dann werden, oder Anrufe anzunehmen natürlich auch, dann kann ein Supervisor ganz von allein im Webportal mit seinem eigenen Login die Routings umbauen und kann somit dafür sorgen, dass nichts an Performance verloren geht und die Kunden trotzdem versorgt werden mit all ihren Anliegen. Also Webportale, um aus Auftraggebersicht oder als Unternehmen selbst zu gestalten, wo möchte ich jetzt am meisten Wert drauf legen, dass der Kundenservice glatt läuft. Ja, das ist die Online-Business-Telefonie. Das war ganz Anfang in der Beschreibung der unterste Layer. Und dann haben wir oben drauf gelegt das Online-Contact-Center. Das geht insofern einen Schritt weiter, weil das eine klassische Omnichannel-Contact-Center-Funktionalität ist. Eine Lösung, wie schon gesagt, multimandantenfähig zur Verfügung gestellt in der privaten Cloud, hochsicher, die also für den Kundenservice im Callcenter-Betrieb die Lösung darstellt, die nötig ist. Für wen? Natürlich für alle Kunden, die eine große Kundenservice-Einheit haben und den Inbound-Callcenter-Betrieb benötigen. So als ein Partner zum Beispiel hier links oben die Green Choice, ein riesengroßer Energieprovider in Holland, die letztendlich folgendes Anliegen hatten. Passt mal auf, ich stehe hier vor dem Punkt, eine neue Omnichannel-Strategie aufzubauen, eine Kundenservice-Strategie, die es mir erlaubt, angebunden an mein datenführendes System, alle Kanäle im Kundenservice zu bedienen. Und dazu brauche ich bitte noch ein Routing, das dafür sorgt, dass dann auch die verschiedenen Kunden nach verschiedenen Sprachskills oder aber auch geordnet nach den Kanälen zugeordnet werden. Also ich habe häufig in meinem Kundenservice, und das erleben wir oft, gibt es natürlich dann ein Service-Team, das die E-Mail-Bearbeitung abfertigt und ein Service-Team für WhatsApp-Bearbeitung und ein Service-Team für Chats. Das liegt einfach an unterschiedlichen, Skills, ne? Also Fähigkeiten meiner Kundenservice-Mitarbeiter mit verschiedenen Kanälen umzugehen. Diese Multichannel-Lösung haben wir also eingeführt für Green Choice.
Das Ganze kann man sich so vorstellen, dass tatsächlich also auf einem Screen ein blauer Bildschirm auftaucht und auf diesem blauen Bildschirm dann, hier sehen Sie ihn, Folgendes zu erkennen ist, ich habe links meine Leiste und das trifft für all unsere Kunden zu, also die Online-Contact-Center von uns nutzen und meistens ja auch die Integration in ihr datenführendes System wünschen, all dieweil damit natürlich der bestmögliche Kundenservice möglich ist. Also wir haben hier links die Leiste mit den verschiedenen Möglichkeiten, die es da zu klicken gilt, also welcher Kanal, welches Reporting, bin ich als Service-Mitarbeiter erreichbar oder nicht, all diese Details, die separat erklärt werden können. Und dazu hier in der Mitte sehen wir aufpoppen eine Information, in dem Fall ist noch ein holländisches Beispiel, aber wir haben es auch bei der Media Broadcast in Deutschland eingeführt. Kunde ruft an und automatisch poppt also die Customer-Kunden-Card auf, die dem Service-Mitarbeiter direkt zeigt, okay, der Kunde hat diese Historie gerade, vielleicht noch eine offene Rechnung oder ein Bestellzyklus läuft gerade oder der Zählerstand, wie in diesem Beispiel bei der Green Choice, wird angezeigt, sodass also gar nicht erst lange das Anliegen des Kunden besprochen werden muss, sondern der Kundenservice-Mitarbeiter direkt den Kunden abholen kann, wo er sich gerade in seinem Anliegen befindet. Und diese Integration, wie hier zum Beispiel als Beispiel mit Salesforce, sind bei uns Standardintegrationen wie auch mit Dynamics und SAP und anderen datenführenden Systemen, sodass also immer die Situation auftaucht, dass wir nicht nur Omnichannel-Kanäle bearbeiten können, sondern diese auch Echtzeit reporten und kanalisieren und dazu in das datenführende System die Neuinformationen zurückspielen können. Und ein Highlight on top und das führt dann dazu, wie mache ich meine Performance messbar, skalierbar und wie reagiere ich auf neue Anforderungen wie Self-Service und Prediction. Wir als MTEL haben also diese verschiedenen Lösungsplattformen, die Sie bei uns aus einer Hand bekommen, zusammengebaut und on top ziehen wir Daten aus öffentlich zugänglichen Web-Service-basierten Kanälen. Also was wir bis jetzt häufig haben, und das ist auf der linken Seite, sind natürlich Daten, die vorhanden sind. Im CRM, bei uns natürlich auf der Telefonieplattform im Sinne von, wer ruft wann an, wie lange wurde telefoniert. Und die Zielstellung ist natürlich zu wissen, warum ist etwas passiert und in der höchsten Stufe dann, was könnte passieren und wo hole ich proaktiv meinen Kunden ab, um gar nicht erst Probleme aufkommen zu lassen. Und das haben wir unter anderem also auch mit mehreren Utility-Providern, also Stromanbietern, abgeschlossen zu dem Thema Stromausfall. Ein kurzzeitiger Stromausfall und in diesem Moment eskalieren natürlich sofort die Anrufe im Kundenservice-Center und wenn Sie im Kundenservice-Center leiten, wissen Sie, wie unangenehm das ist, wenn in solchen Situationen plötzlich das Anrufaufkommen exorbitant steigt, sodass wir also sobald innerhalb der ersten Minute wir eine signifikante Steigerung von eingehenden Anrufen erkennen, melden wir dann proaktiv hinaus als sozusagen white labeled als Service des Stromanbieters. Ey, pass auf, mein Lieber, wir wissen, da ist ein Stromausfall in deiner Gegend. Wir werden uns um alles kümmern, mach dir mal keine Sorgen. Dazu häufig noch kombiniert mit einer schönen Marketingbotschaft. Und wenn alles in Ordnung ist, geben wir dir eine SMS und dann läuft wieder alles reibungslos. Und diese Services sind On-Top-Services, die unsere Kunden natürlich äußerst zufriedenstellen, weil das dann genau diese Endstufe ist von ich bediene meinen Kundenservice zielgerecht und kombiniere aber auch mit Marketing und proaktiven Aktionen, um meinen Kunden zu binden. Und das meinen wir dann letztendlich mit Erreichbarkeit ist Kundenzufriedenheit, denn wenn ich nicht erreichbar bin und mein Kundenservice den Anliegen der heutigen Kunden nicht mehr entspricht, dann verliere ich auch unglaublich an Performance in Sachen Kundenbindung. Und wenn ich dann an den Punkt komme und Kundenrückgewinnungsaktionen fahren muss, dann ist das vergleichsweise natürlich ein unangenehmerer und auch viel teurerer Prozess, als den Kunden einfach direkt an mich zu binden, dadurch, dass ich meinen Kundenservice perfekt gestalte. Und das können wir natürlich mit Wetterdaten, mit allem, was Web spricht,
kombinieren wir, um dann je nach Bedarf unserer Endkunden, nicht Endkunden, sondern natürlich unserer Kunden, die unsere Lösung nutzen, solche Dinge aufzubauen. Ja, das war eine relativ zügige Rundtour durch die Ämter. Ich möchte nochmal die wichtigen Punkte sozusagen durchgreifen, also ansprechen oder auf sie durchgreifen. Also es geht letztendlich darum, die Kundenzufriedenheit dadurch zu steuern, dass ich entweder durch Integration mit meinem Datenführungssystem weiß, warum meldet sich mein Kunde gerade, dazu jeden Kanal anbieten kann oder zumindest die häufig gewähltesten Kanäle, die mein Kunde nutzt, um mich zu erreichen. Das ist bei vielen Unternehmen unterschiedlich. Manche konzentrieren sich tatsächlich schon auf WhatsApp, andere sagen, Telefonie und E-Mail ist mein Kerngeschäft. Dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Und warum das Ganze jetzt auch noch cloudbasiert? Ganz einfach, weil bei hoher Datensicherheit und allen Gewährleistungen, die in so einem Service Level Agreement dann auch stehen, eine Cloud natürlich die Vorteile bietet, als Lösung immer up to date zu sein und immer skalierbar zu sein. Also kommt das Weihnachtsgeschäft, dann drücken wir auf einen Knopf und automatisch kann eben das Dreifache an Geschäft abgebildet werden. Oder wird eine neue Filiale eröffnet, dann wird eben die Filiale angekoppelt und ins Routing mit eingebaut. Also all diese flexiblen und skalierbaren Modalitäten werden natürlich durch Cloud-Services ermöglicht und bei uns natürlich bei Datencenterhaltung in Europa beziehungsweise natürlich in Deutschland und Holland. Also nicht bei Web Amazon Cloud in Irland. Gut, also diese Rede habe ich jetzt mal kurz gehalten. Ich hoffe, dass ich Sie in gewisser Weise abholen konnte und Sie nicht zu sehr überladen habe. Wenn Sie Fragen haben oder ganz konkret wissen möchten, okay, ich habe jetzt hier 4, 5 Filialen und möchte einfach ganz konkret ist meine Telefonie umstellen oder aber übergeordnet Omnichannel-Strategie, wie jetzt richtig umsetzen. Inklusive Pricing und all den Geschichten, dann melden Sie sich gerne bei mir oder natürlich auch beim Herrn Rainer Kolm. Und nichtsdestotrotz stehe ich Ihnen jetzt für jede Zwischenfrage natürlich noch zur Verfügung. Und Rainer, da würde ich ganz liebevoll an dich übergeben und hoffe, du kannst mir ein paar Fragen zuarbeiten, die ich gerne beantworte. Ich muss ein bisschen lachen, weil eine Frage hat sich gerade wunderbar durch das letzte Chart erledigt. Das waren die Kontaktdaten. Hier tun sich jetzt direkt keine weiteren Fragen auf, aber ich habe da mal eine. Was sind so aus eurer Sicht die größten Herausforderungen für Kunden, die sich jetzt diesem Thema Omnichannel und Multichannel widmen? Wir haben als MTEL festgestellt, dass eine riesengroße Herausforderung ist, gerade auch noch in Deutschland. Das ist tatsächlich ein Unterschied, den wir im Vergleich zu Holland feststellen. Das ist aber einfach der zeitlichen Abfolge geschuldet. Intern sich also mit der eigenen Bestands-IT, also den Kollegen der eigenen Inhouse-IT, wie auch dem eigenen Kundenservice, dazu durchzuringen, zu sagen, okay, wir stellen von unserem gewohnten das, was irgendwie ja noch funktioniert, also Telefonieanlage und Silo-Lösung, da ist die Excel-Tabelle, da ist Outlook und da ist mein Telefon, das tatsächlich anzugehen und zu sagen, okay, wir heben das jetzt in einen Cloud-Service auf eine Plattform. Das bedarf tatsächlich noch viel Gesprächen und Zeit, was sich dann aber schnell auflöst, wenn all die Vorteile klar werden, die solch eine neue Lösung mit sich bringen. Aber ich kann natürlich die Lösung nicht einfach reinschieben in mein Unternehmen, wenn ich nicht meinen Kundenservice und mein Agent-Team, bei vielen ist es auch ein Agent-Team, so aufgestellt habe, dass ich dann das Ganze auch so nutzen kann. Ja, das sind so, wie soll ich das sagen, Lernprozesse. Das sind Lernprozesse, bei denen wir auch gerne natürlich als MTEL zur Seite stehen. Nur ganz klar ist, und wir kriegen immer mehr Anfragen, die Zielstellung ist für alle, eine Silo-Lösung loszuwerden. Das ist das Wichtigste. Ja, prima. Also ich sage vielen Dank. Weitere Fragen sind hier erstmal nicht aufgetaucht. Ja, wir sind schon fast durch mit unserer Webinare. Drei haben wir noch, eins heute, zwei morgen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn auch wieder da möglichst viele Teilnehmer dabei sind. Sag nochmal vielen Dank und ja, wünsche für die, die schon soweit sind, einen schönen Feierabend und für die anderen noch einen schönen Restarbeitstag. Vielen Dank. Ich bedanke mich recht herzlich und
Anfragen gerne an mich. Danke, Rainer. Mach's gut. Yep. Danke, tschüss. Tschüss. Thank you.